bin leider nicht zu Hause. Ich sitze gerade beim Kunden und warte auf die Abtauung von der Tiefkühlzelle. Müssen die Kunden das nicht schon vorher alles abtauen, das ganze Zeug, bevor das Ding repariert werden muss? Mal so eine Frage. Also ich kenne das so, dass Kunden die Sachen halt verkaufen, dann die Sachen woanders halt deponieren, in anderen Tiefkühltruhen. Nicht in Notfällen. Ah, okay. Preis. Welcher Preis winkt noch gleich dem Sieger? Der Sieger wird vom König selbst geehrt. Oh, Was der genau König. bedeutet das? Scher dich fort, wenn du das nicht zu schätzen weißt, unwürdiges Pack. Ed. Wie lautet das Rätsel für das letzte Eichenblatt? Das Rätsel für das vierte Eichenblatt ist gerade richtig für dich. Die Säue am Nordtor sind seltsame Tiere. Die Eicheln fressen sie auf, aber die Blätter, die fressen sie nicht. Säue am Nordtor, Eicheln, keine Blätter. Klingt leicht, aber wieso ist das Rätsel genau etwas für mich? Spute dich lieber, bevor ein anderer gewinnt. Vielleicht im Schweinetrog, wo die ganzen Schweine drumherum stehen. Die haben einen Ausfall, da war eine Heizung kaputt. Ich habe die getauscht, muss jetzt warten, ob die auch funktioniert. Ah, okay. Beschweren. Olgiert von den Färbern hat meine Eichenblätter gestohlen. Was kümmert es mich, wenn du deine Blätter verlierst? Es ist eine Ungerechtigkeit. Sie waren in der Überzahl. Jeder lernt diese Lektion früher oder später. Ich brauche keine Lektionen. Ich bekomme es schon irgendwie wieder. Ich komme wieder. Okay, also das Eichenblatt müsste in dem Trog sein. So, da geht's lang. Da geht's lang. Und den Travia-Tempel gehen wir nicht. Also entweder hier oder dort. Gehen wir mal hier lang. Und dort sind wir gekommen, oder? Oder da, wo wir jetzt hingehen, sind wir von da gekommen? Nicht stehlen, Geron. Was? Ich doch nicht. Finger weg. Aber es sieht so lecker aus, der Käse. Okay, wünschen wir uns einfach mal das Lied. Seid gegrüßt, Spielmann. Wie ist euer Name? Mein Name ist Fredhelm. Was willst du? Fredhelm? Etwa Broderick Fredhelm? Nein, leider nicht. Einfach Fredhelm. Aber sag du zu mir. Also, was ist nun? Der ist Hast nett. Du etwas auszusetzen? Ja, ich würde gerne das Katzentanzlied hören. Will das Lied wünschen. Kannst du auch etwas anderes spielen? Gefällt dir meine Musik nicht? Doch, doch. Ich würde nur gerne ein bestimmtes Lied hören. Das Lied von der Bärenbraut. Ach so, Bärenbraut, okay. Das habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Kann es nicht ein anderes Lied sein? Ach komm, ermutigen. Das schaffst du schon, Fredhelm. Die Leute hier merken sowieso nicht, wenn ein paar Noten nicht stimmen. Also gut. Und schön laut bitte, damit man dich auf dem ganzen Markt hören kann. Ist recht. Ein Wunschlied für den Vogelfänger hier. Was? Pass bloß auf, Musikus. Wenn der Vogelfänger sich was wünscht, geht meistens was zu Bruch. Kannst es nicht wissen, aber das stürzt uns alle noch ins Unglück. Hör gar nicht hin, spiel einfach. Oh je. Okay, jetzt haben wir ihr Lied gemacht. Das heißt, jetzt können wir wahrscheinlich an die Schachtel dran. Die gezogenen Lose. Ah, diese Eichel hat ein Muster. Okay, das heißt, wir haben gewonnen. Ich will die Eichel aber jetzt noch nicht einsetzen, weil ich noch nicht weiß, was für einen Preis ich überhaupt haben möchte. Magierakademie ist hier, okay.
Du solltest allmählich gelernt haben, dass du hier nichts zu suchen hast, Vogelfänger. Versuchst du wieder, mich durch Starrerei aus der Ruhe zu bringen? Es gelingt dir kein zweites Mal. Okay. Ich breche dort nicht noch einmal ein. Keine glückliche Mutprobe. Okay. Tja, ich wüsste jetzt allerdings nicht, was wir jetzt noch bräuchten. Also ich würde fast sagen, den Käseleib. Oder der Pflaumenschnaps? Der Pflaumenschnaps könnte auch wichtig werden. Also den Käse können wir vielleicht an die Schweine verfüttern, sodass die von dem Trog weggehen. Oder wir können den Schnaps in den Trog kippen. Hilda? Hilda? Sie hört nicht. Er muss wieder was anderes spielen. Friedhelm? Ja? Anderes Lied wünschen. Du kannst jetzt wieder etwas anderes spielen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich dachte nur, etwas Lustiges, Fröhliches wäre zur Abwechslung nicht schlecht. Ein Trinklied vielleicht. Also gut, meinetwegen. Aber dann ist Schluss mit deinen Wünschen. Ja, vielleicht. Vielleicht. Ja, vielleicht müssen wir ja nochmal mit ihr an die Lustdingens dran. Weil vielleicht nehmen wir jetzt einen falschen Preis. Mal gucken. Ach, Geron, was für ein wunderschönes Lied. Warum spielst du nicht mehr auf der Flöte? Ich ließe dich auch jeden Abend vor meinem Fenster proben. Oh, bitte nicht. Eher schneide ich mir die Ohren ab, als mir das Gejaule anzutun. Ich denke darüber nach. Oh je. So. Mach's gut, Hilda. Bis dann. Ach so, wir müssen ihr das so geben. So, gewinnlos. Sie hat nichts gemerkt. Hilf dir selbst, dann hilft dir Fex. Hä, wo sollen wir das... Was machen wir damit jetzt? Gewonnen. Wir müssen doch ihr das Ding geben, ne? Na, Geron? Ich will noch einmal ziehen. Jetzt wird es bestimmt etwas. Nein, du verschleuderst nur dein ganzes Geld. Und lass auch die anderen mal. Ich sehe hier keine anderen. Und jetzt nimm bitte den Kreuzer. Na schön. Du willst es ja nicht anders. Ganz genau. Ich weiß noch nicht mal, wie viel Geld wir haben. Gewinn austauschen. Hier, ich habe gewonnen. Pah, Hexerei. Herzlichen Glückwunsch, Geron. Welchen Preis hättest du denn gern? Ich nehme einfach mal den Pflaumenschnaps. Gib mir den Pflaumenschnaps. Bitte sehr. Falls du doch etwas anderes willst, kannst du es später noch umtauschen. Oh, nett, dass ich es umtauschen darf. Das ist bei sowas, glaube ich, normalerweise nicht der Fall. Dass man das darf. Ich werde mal ganz kurz aus dem Spiel gehen und die Einstellung ein bisschen ändern. Weil es scheint doch ein bisschen hier zu haken. Speicherstände. So, dann muss ich mal eben in die Einstellung gehen und gucken. Leider geht das nur außerhalb des Spiels. Bisschen... doof, tatsächlich. So, Configuration Tool. Farbtiefe, ist okay. Zusätzliche Effekte. Da, die Text...
Temperaturkompression, die habe ich aktiviert. Ich glaube, das ist falsch. Das hätte ich nicht tun sollen. So. Okay, weiter geht's. Bin gespannt, wie das Abenteuer weitergeht. Ups. So, habt ihr Satinavs Ketten eigentlich auch gespielt, diejenigen, die jetzt hier gerade zuschauen, oder ist es an euch komplett vorbeigegangen? Ja, jetzt läuft's schon besser. Ich kenne das Spiel gar nicht, okay? Mal gucken, ob der Schnaps wirkt. Geben wir den Schwein mal ein bisschen Schnaps. Oh, hat sogar geklappt. Schau dir den Vogelfänger an. Der Arme bekommt einfach nicht genug zu essen. Ja, das ist witzig. Hier ist das Eichenblatt. Müssen wir den jetzt aber nicht an den, müssen wir jetzt aber nicht protzen vor denen. Die nimm es uns nur wieder weg. Hast du noch nicht genug Schlamm gefressen, Vogelfänger? Soll Ulfried dir noch einen Nachschlag besorgen? Nein, danke. Was kann ich dann für dich tun, mein Freund? Eichenblatt zurückfordern, Olgierd und Nostria. Du bist den Nostriern doch Spinnefeind. Warum nimmst du überhaupt an einem Wettstreit zu Ehren ihrer Königin teil? Ich mache das nicht für diese Nostria-Metze, sondern für mich. Mit diesem Pack wird es niemals Frieden geben. Ein Bündnis zwischen Andergast und Nostria? Das wäre so natürlich wie... Der trinkt dann umtauschen und... Stimmt, das wäre auch wie so eine ein Idee. Fliegender Frosch. Geistreich. Eichenblatt zurückfordern. Gib mir mein Eichenblatt zurück. Sonst? Sonst verfluche ich den Fleischkloß, dass ihm alle Zähne ausfallen. Was habe ich dir gesagt, Olgierd? Halt den Mund, Ulfried. Verschwinde endlich, Hexenbalg. Wir wollen dich in Andergast nicht mehr sehen. Dich und deinen Fluch, der uns alle ins Unglück reißen wird. Ihr und euer Aberglaube. Es ist Prophezeit. Auf Olgierd einreden. Mein Eichenblatt hilft euch doch gar nicht weiter. Du hast Messing, Olgierd, ich habe Kupfer. Ja und? Das reicht schon mal, damit du den Sieg nicht einheimsen kannst. Das wäre das Ende vom schönen Andergast. Dann würde uns der Schweinerotz bis zum Hals stehen. Blödsinn. Es wäre das Ende von eurem abergläubischen Geschwätz. Oh, das Hexenbalg will sich also beweisen. Du bist doch nur ein Vogelfänger. Okay, ich glaube, das wird nix, ne? Mein Eichenblatt hier, du hast. Ja, das, dann... Okay. Blödsinn. Es wäre... Oh, das Heck. Du bist doch... Okay, das funktioniert nicht. Hau bloß ab. Ah, verdammt. Wir können doch bestimmt die Fässer irgendwie auf die wir beiden werfen, oder? Dann kommen wir bestimmt auch an das Blatt dran. Können wir vielleicht versuchen, von hier irgendwie ein Fass zu zerdeppern mit unserer Magie? Jede andere Fähigkeit wäre nützlicher. Oder müssen wir es von oben machen? Probieren wir das mal. Also, der Burgwächter... Wie war... Der Wächter vor der Burg... Ein Blatt... Ja, aber... Das hatten wir schon. Warum ist immer alles unerreichbar? Was haben wir denn noch? Ein Gehstock? Ah, mit dem Gehstock vielleicht den Flock entfernen. Ich glaube, anders... Natürlich nicht. Das wäre jetzt meine Idee gewesen, mit dem Netz so auf die drauf, dann hätten sie sich vielleicht nicht mehr befreien können. Aber so leicht ist das jetzt nicht. Wir haben noch eine Flöte, können wir die nutzen? Ich habe seit Jahren nicht mehr gespielt. Jetzt haben wir hier auch noch eine Netzfalle. Ich bin etwas ideenlos. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, haut einfach mal raus. Okay, so klappt das nicht. Ich probiere es mal mit dem Gehstock. Den Gehstock vielleicht den Flock hier entfernen. Nicht sehr schlau.
Nicht sehr schlau, aber es war immer eine Idee. Kann ich ihm die Flöte vielleicht geben? Das würde niemandem gefallen. Irgendwas fehlt uns. Spiel damit nicht rum, Vogelfänger. Die Winde zum Hissen des Banners. Also er sagt, er hätte das Eichenblatt nicht. Oder wie war das? Hallo, Troger. Was streunst du hier rum? Und warum starren heute? Ich weiß selbst, dass ich massiv bin. Nichts für ungut. Olgierts Eichenblatt ist also in Trogas Wams versteckt. Aber wenn Troger schwört, er hat es nicht, dann hat er es auch nicht. Dann weiß er aber nicht, dass er es nicht hat, wahrscheinlich. Oder er macht uns was vor. Vielleicht, wenn wir die nächsten Gewinne uns noch holen. Ah ne, wir können nicht umtauschen, ne? Aber wir könnten nochmal die Gewinneichel, an die Gewinneichel drankommen. Friedhelm? Ja? Spiel doch nochmal das Lied von der Bärenbraut. Weißt du was? Ich spiele einfach alles, was du sagst. Ich streite mich doch nicht mit dem einfachen Volk. Okay, dann mach das. So, nochmal dran gehen. Kein Gewinnlos mehr da. Was? Hat sie das eingesteckt? Wenn überhaupt, sollte ich etwas stehlen, das nicht direkt vor ihrer Nase steht. Puppe, und geht es. Wenn überhaupt, sollte ich etwas stehlen, das nicht direkt vor ihrer Nase steht. Wenn überhaupt, so. Okay, das geht alles nicht. Das ist alles vor ihrer Nase offenbar. Wie kommen wir an das Eichenblatt dran? Ideen könnt ihr ruhig in den Raum werfen. Ich glaube, da geht's nicht raus. Ich gehe spät. Nee. Jetzt muss ich. Oh, hier ist noch eins. Drei habe ich. Fehlt noch das vierte. Ich glaube, vier brauchen wir. Und das vierte, das haben wir die beiden Bullies da vor der, vor der Tür. Die Frage ist, wie kriegen wir das? Wie kommen wir an das Ding dran? Ah. Ist hier irgendwas drin? Frage, wieso kann man das öffnen, wenn hier nichts ist? Du sollst die Finger davon lassen. Zerbrichst es nur wie... Vielleicht ist es überhaupt die Idee. Ich probiere das mal. Nie wieder zerbreche ich eine von Gwynlings Apparaturen. Die Tracht Prügel fühle ich heute noch. Okay, dann sollten wir das vielleicht nicht machen. Glaskolben, zerbrochener Käfig. Tja. Hör mal.
Hilfst du mir nun bei der Eichblattqueste? Verschon mich mit deinen Albernheiten. Ich habe Wichtigeres zu tun. Deine Krähen sind auch morgen noch da. Die Queste ist nur heute. Ne, der hilft uns nicht. Ich muss los. Die Konkurrenz schläft nicht. Der hilft uns nicht, der Gute. Der gute Gwindling. Ja, aus dem Fenster kann ich nichts machen, ne? Die beste Falle, um die Tiere lebend zu fangen. Ein guter Köder für biestiges Federvieh. Gwindlings neuester Entwurf. Sie bricht den Vögeln jetzt nicht mehr die Flügel. Gwindlings Gliederschmerzen werden immer schlimmer. Selbst mit dem Gehstock verlässt er kaum noch sein Zimmer. Nicht mal genug für eine Schweineklaue. Tja, hier haben wir noch einen Hammer. Wenigstens habe ich Ulfried den Hammer abgenommen. Tja, ich bin ein bisschen überfragt. Wir könnten das Scharnier vielleicht an die Tür... Jendrichs Vater hat das für mich geschmiedet, als Jendrich und ich noch befreundet waren. Jendrichs Vater hat das als Jendrich... Ach nee, der Scharnier ist gar nicht kaputt, ne? Tja. Verdammte Motten. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Hier ist, glaube ich, auch nichts mehr. Also ich meine, wir mussten irgendwas mit den Fässern machen. So, von damals weiß ich das auf jeden Fall noch. Das war, glaube ich, irgendwas mit den Fässern machen mussten. Also, der Burg... Ein... Ja, aber... Nein, nicht nach unten. Also, wie war noch... Der Wächter... Ein Blatt. Ja, aber er schwört bei Praios, dass er es nicht hat. Lass mich nachdenken. Vielleicht müssen wir dem Burgwächter ein so ein Eichenblatt zeigen und der schaut dann in seine Tasche und holt das nächste Eichenblatt heraus. Ich war mir jetzt auch nicht... Musste man das mit den Fässern hier machen oder war es ein anderes Spiel? Also in irgendeinem Spiel war irgendwas mit so, solchen Vielleicht. Fässern. Vielleicht. Nein. Ne, ich glaube nicht. Dass wir hier irgendwas machen müssen. Das Rätsels Lösung ist wahrscheinlich doch der Burgwächter. Da geht's hier weiter. Nee. Du hast nicht zufällig so eines versteckt. Für dich sowieso nicht. Okay. 4 Eichenblätter. Die Ideen für diese Queste stammen bestimmt von seiner Frau. Wie für uns sowieso nicht. Das finde ich jetzt allerdings nicht nett. Der hat bestimmt ein viertes. Will es uns nur nicht geben. Olgierts Eichenblatt ist also in Trogas Wams versteckt. Aber wenn Troga schwört, er hat es nicht, dann hat er es auch nicht. Die Winde zum Hissen des Banners. Tja, wo könnte das Eichenblatt sein? Jemand von euch eine Idee? Wer es eventuell hätte?
Du schon wieder? Welcher Preis winkt noch? Der Siegel. Was genau? Scher dich. Ich komme wieder. Irgendwas zerdeppern können wir hier auch nicht. Vielleicht die Windel ein bisschen? Bricht nicht in zwei. Ah, den Humpen. Was? Warum? Nein, Vogelfänger! Ich stand doch nicht mal in der Nähe. Das gute Bier! Ja, und jetzt? Tag, Schmied. Verschwinde, Vogelfänger! Schön weiterschleifen. Halt den Schnabel. Das hat noch nicht mal was gebracht mit dem Bier. Der Lostopf, können wir den zerdeppern? Nein. Hilda ist die Einzige, die mich freundlich behandelt. Tempel. Habe immer noch Tempelverbot. Humorlose Priester. Tag, Andros. Redest du immer noch nicht mit mir? Da sitzt noch einer. Dachte ich mir. Selbst den Bettlern bin ich unheimlich. Hilda bleibt Hilda. Sie steht hier noch in 100 Jahren. Friedhelm? Ja. Vielleicht müssen wir nochmal mit Friedhelm sprechen, weil eine Sache haben wir hier noch nicht gemacht, und zwar, wie wird man Musiker? Wo hast du gelernt, auf der Fiedel zu spielen? Das habe ich mir selbst beigebracht. Als kleiner Junge habe ich den fahrenden Spielleuten immer genau auf die Finger geschaut. Und das war alles? Nein. Ich habe mir die Saiten und Bünde mit Kohle auf ein Brett gemalt und jeden Tag die Griffe geübt. Die Musik habe ich mir einfach vorgestellt. Irgendwann bin ich zu einer echten Fiedel gekommen, sozusagen. Und seitdem reise ich als Fiedelspieler durch die Lande. Ui, okay. Ich lasse dich mal wieder fiedeln. Das würde niemandem gefallen. Friedhelm? Ja? Oder wir wünschen uns einfach ein anderes Lied. Du kannst jetzt wieder etwas anderes spielen. Ja, ja. Friedhelm? Ja? Ne, gib nur aktuelles Lied und erneut Hildas Lied wünschen. Ich lasse dich mal wieder fiedeln. Ich hab die Hoffnung, dass er uns ein bisschen vielleicht Flöte beibringt. Na, Geron? Lass mich nochmal ziehen. Vielleicht gewinne ich ja wieder. Wenn du meinst. Eine Niete. Tut mir leid, Geron. Lass mich nochmal ziehen. Vielleicht gewinne ich ja wieder. Wenn du meinst. Eine Niete. Ja. Tut mir leid, jetzt Geron. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Mach's gut, Hilda. Bis dann. Und denk an die Lerche. Die Lerche? Was für eine Lerche? So, dieser verdammte Färber Olgiert und sein Knecht haben mir schon wieder einen Knüppel zwischen die Beine geworfen. Sie haben mein drittes Eichenblatt gestohlen. Ich muss es zurückbekommen, bevor ein anderer gewinnt. Und mein viertes Eichenblatt muss ich auch noch finden. Okay. Kann ich die Schweine vielleicht freilassen? Noch einmal mache ich das nicht. Oh, hier geht's auch rum. Wo geht's hier hin? Oh, na toll. Selber.